Hallo? It's all Lol. yours. Oh. Gefällt mir nicht. Check. Damn it. Oh ja. Of course. We're still attached. Can you go find out where we're stuck and get us unstuck? Yeah. Ist klar. Dafür brauche ich das Werkzeug. Halleluja. Na gut. Dann gucken wir mal. Ja, okay. Okay. Müssen wir runter. Moment, der Waggon ist auch noch drauf. Achso, ja klar. Ist klar. Ist klar. Wieso? Ey, renn doch mal ein bisschen, Mann. Die Musik ist aber schon geil. Muss ich vielleicht das richtige Werkzeug dabei haben, dass da überhaupt was angezeigt wird? Ah, ja. Da geht's ja auch hoch. Jo. Alter! Ja, sehe ich. Ah, Abkürzung. Ey, der nervt. Ich muss mir ganz schnell... Dass er es mit der Pickaxe nicht machen kann. Ah, mit dem... Ah, komm, mit dem Schrauben. Mit dem geht das doch. Nein, das andere. Du Idiot. Genau. Mit dem einmal schön eine links und eine rechts gegen die Wange und dann ist Ruhe. Ne, ich gehe lieber hier. Man weiß ja nicht, ob wir da rauskommen. Einmal links und einmal. Moment. Nein. Ja. Ich bin schon unterwegs, keine Sorge. Keine Sorge. Ey, wie der mich erschrocken hat, der Wichskrüppel. Ich geht auch nicht. Da will ich hin. In your face. Ich hatte die richtige Waffe. Ich kotz am Riemen. Ich hätte noch aufmachen können.
kurz meine Maus neu einrichten. Ey, wie das Gegröle da nervt. Gibt's gar nicht. Einen Moment, das haben wir gleich. Jetzt kommt nochmal die Spitzhaxt. Komm. Und dann kriegst du mal schön links und rechts gegen die Wange. Oder einfach den Kopf, sollte auch reichen. Und dann was wette ich, dass ich den scheiß Gürtel aufmachen muss, ey. Mal gucken, ob wir hier rauskommen. Ah ja. So. Jetzt kriegst du ein paar in die Wange rein. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ist klar. Ich hab's gewusst. Okay, you aren't gonna like this. Komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Lol. Wie soll man dann da rangehen? Wie soll das dann gehen? Ach, ich hätte rückwärts gehen müssen. Lol. Keine Ahnung, was ich machen muss. Was muss ich machen? Das werden wir jetzt rausfinden. Wir werden noch ein paar Mal sterben. Mal kurz umgucken. Wir werden noch ein paar Mal sterben. Okay, links war nichts. Die anderen Sachen waren genauso. Da ist aber kein Punkt zum Angreifen. Was soll ich machen? Ich kann ja auch nicht mal rückwärts gehen. Gar nichts. Ich kann gar nichts machen. Ich habe keine Idee, wirklich. Ah, da unten. Ah, hab schon. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Alles klar. Im nächsten Versuch. Pam! Pam! Noch einmal, komm. Was so schön ist. Komm, noch einmal. Schade. Oh Mann, ich würde gerne noch einmal draufhauen. Enttäusch mich. Jetzt habe ich aber was zu futtern. Mal was ausprobieren. Ist klar. Habe ich gewusst. Habe ich gewusst. Here, I found these. If Duck's up for it. Thank you. That's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they'll eat. Hate vegetables, that kind of thing. Not Duck, huh? No. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Sure. Ja, okay. So, auf zur Mission. Mission. Moment, ich kann dir uns helfen. No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. Du? Kann ich mich vorstellen, aber. Hey, sweet
okay out here? I don't think Duck feels good. Me neither. Ja, ich glaub's auch nicht, dass er sich gut fühlt. Ja, ist klar. Muss ich vielleicht da drin jetzt wieder was suchen? Ich bin ja immer nach vorne gelaufen. Vielleicht ist noch was hinter mir. Also in die Richtung bin ich jetzt. Ey, du Bitch, du kannst da nicht vorbeilaufen. Hammer. Aber von der Perspektive her stimmt da was nicht. Glaube ich. Wenn da vorne links raus ist, müsste ja hier unten. Hier unten. Müsste der Ausgang zum Front sein vom Zug. Ja. Aber hier raus geht's. Ja, ich hab's gesehen. Zur Front zum Zug. Macht doch keinen Sinn. Komm, jetzt noch ein Zombie. Pam! Your face, bitch! Okay, jetzt bin ich wieder hier. Aber wie weit geht's noch? Kann ich zurück zur Stadt laufen? Ach nee, die Perspektive hat gedreht. Ey, komm. Ey, komm. Mach mich nicht schwach. Oh. Shit. Broken. Sieht mir stark nach. Ah. Noch egal welches Werkzeug. Ja. Um was werde ich, dass ich gleich einen Herzschock krieg? Ich hab keine Ahnung warum, aber. You touch any of my stuff? I didn't take anything. I asked if you touched it. I didn't. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab? Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Ich hab keine Ahnung. Kann man die losfahren? Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Lol, dem schmeckt's anscheinend nicht. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. TLC. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Oh. Deswegen ist es nicht so laut. Ihr hört sehr gut. Entschuldigung, ich werde gleich die Einstellung ändern. Ich habe mein Headset-Probleme. Ich habe es so erklärt, dass es lauter wird, das Mikrofon
diesen Mute-Knopf zugeklebt, aber anscheinend ist er nicht richtig zugeklebt. Na gut. Dann stelle ich das wieder hoch. Das war mir nicht bewusst. Ich habe es nicht gemerkt. Oh Mann. Alles klar. Was soll man eigentlich machen? Wir talken gegen Chuck Norris. Komm. Why are you alone? Why not? Seem to be doing all right. Schwarzen Gürtel im Penner sein. Sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. Where are you from? You live around here? Karat hat aufgegeben, der liebe Chuck. I'll talk to you later. Hope so. Ja, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. I don't know. Tired. Which could mean a lot of things, right? Yeah. His body's probably fighting whatever's in it. Exactly. Has Clementine said anything to you about Carly or Duck or anything? I'm worried about her. No. That little girl is a puzzle. Yeah, aber echt. Poor Carly. God, where did yesterday go? I don't know. I do know. Okay. I know you were fond of her. I'm used to it by now. We all are, aren't we? She murdered her, Lee. I was there, Cat. I'm sorry. Would you have left Lily back there? On the side of the road like that? Yes, Lee. Yeah? We have to have lines. Yes, I would have left her. Okay, then. Anyway, let me know if anything changes here. Okay, Eine Zustimmung. How you doing? I'm watching the girls and not working on a mega cool train. What do you think? Alles klar. Check. Er hat nichts zu sagen. That candy Chuck gave you. It taste okay? It was really good. No funny aftertaste? No. Train's cool, huh? I guess. Scary, schon. Kinda. Lol. Sie hat ein bisschen Angst davor. Oh, super. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Ja, hopp, Chuck. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Chuck. Sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. We can keep going if you want. Damn right I won't. That's what we're doing. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Kent. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going.